Hallo Leute und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Pokémon Soul Silver, der Wedlock Challenge. Ja, ich habe schon seit Ewigkeit nicht mehr aufgenommen. Für euch wird es natürlich wieder keine große... Ey, die Tür ist offen! Wow! Keine große Änderung sein, haben wir gut aufgeheilt. Weil bei mir ist so, ich habe seit Ewigkeiten nichts mehr aufgenommen. Aus dem einfachen Grund, keine Zeit. Ja, nach den Ferien hat die Klausurenzeit wieder begonnen, so wie sie vor den Ferien auch schon war. Und deswegen denke ich mir jetzt so, ach, egal. Naja, und irgendwie muss dann halt schon was draufgehen und ich dachte mir dann so, das heißt nicht so wichtig, aber ich habe so viel vorproduziert, das reicht. Und deswegen nehme ich jetzt erstmal wieder auf, Smogon weiterkämpfen. Ja, das ist immer noch zu easy. Wir sind viel zu überlevelt für diesen Rocket Tower hier. Viel zu überlevelt. Mega wird hier weiter trainiert. Und zwar megamäßig. Nein, nein, nicht du schon wieder. Zum Glück ist es nicht Lambda. Den hasse ich noch mehr. Ach, egal. Komm her, du Spaten. Und wehe, du okay, nee, du versperrst mir nicht den Weg. Auf diesen Pokéball. Dankeschön. Ja, hallo, Typ aus dem Fleckmann-Brunnen. Du schneidest nie wieder Leuten ihre Schwänze ab. Fleckmons ihre Schwänze ab. Nein, Lance, der schwule Lance, macht das auch bei normalen Leuten. Denn er ist Lance. Und er sagt immer, Sneeble raus. Ja. Lassen wir das. Und wechseln wir einfach aus, weil ich keine Ahnung habe, was er einwechselt. Oh, okay, Smogbock, ja. Aha. Habe ich ganz toll ausgewechselt, egal, Ampelleuchte. Einfach nur aus dem Grund, weil die Attacke trotzdem stark ist. Ich glaube, beim Smogon hat es mehr gebracht. Ah, Donnerschock. Ha, Idiot. Get paralyzed. So. Auch wieder hier. Viel zu einfach. Und das bringt sogar noch ziemlich gute EP, weil das jetzt mal ein annehmbares Level hat. 33. So, was ist das? Das nennt sich Hyperball. Hallo Hyperball. Wie geht es euch? Wie geht es euch? Oh, gedünkt es euch auf, dass ich euch benutze, um ein gewisses Pokémon zu fangen? Nein, ich fange kein legendäres. Das darf ich eh nicht. Ist eine Wedlock. Und mein Ernst, sie sieht so aus wie eine von Team Galactic. Oh, hallo, Kommandantin Mars. Na, wie geht es Ihnen? Ach nein, Sie sind Athena. Na dann haben wir eh. Na, ist ja eigentlich auch egal. Ich meine, es sind ja beides Götter. Egal. Einen wunderschönen guten Morgen. Und ja, auch wenn Team Rocket eins der coolsten Bösewichtsteams ist. Bösewichte-Teams, whatever. Es ist einfach, es hat die behindertsten Pokémon. Die sind alle nicht cool. Ich meine so, die sind so ausgelutscht, lame und langweilig. Du hast so Jesse und James die ganze Zeit gesehen, die sich dann so dachten, Mitch, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Und die hatten dann auch mal so Smogon und so. Die haben wenigstens ihre Pokémon auch geändert. Kramux. Ach komm, hier, können wir weiterkämpfen. Stimmt, du warst es ja mit Giovanni. Eiszahn, bitte. Huh. Ich glaube, wir sollten danach erstmal mega mit einer Kraftwurzel aufheilen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weiterkämpfen. Nein, du Flo, du bist kacke. Ich weiß. Oh. Ha, Idiot. Stimmt. Idiot habe ich gerade zu mir selber gesagt, weil wir sind ja vom Typ Flug. Ich brauche mir gar keine Gedanken machen. Und selbst wenn wir halt vom Typ Drache wären, ist auch nicht schlimm. Drachentanz. Oh. Ist jetzt schwierig. Sehr schwierig. Drachenwutsches. Die macht eh immer nur 40 konsequent Schaden. Ist jetzt für die Drachenarena vielleicht nicht so gut, aber das ist egal, ob sie effektiv ist oder nicht. Es macht konsequent 40 Schaden. Egal, ob es das oder das ist. Hier so jetzt. Nein, ich will erstmal. Ach man, ich wollte erstmal meinen Beutel benutzen. Das ist unfair. Pokémon-Spiel. Das ist nicht schön. Danke. Habe ich überhaupt Kraftwurzeln? Ich glaube nämlich nicht, das war ein anderes Spiel. Ja, das war ein anderes Spiel. Egal, wir haben trotzdem noch. What the f. Nein, ich will nicht meine Supertränke bewegen, ich will die einsetzen. Ich kann Items bewegen, das wusste ich auch nicht. Mann, da sieht man mal, wie unaufmerksam ich immer Pokémon gespielt habe. Immer nur Story fertig spielen, alle Legis fangen, Ende. Das so habe ich Pokémon gespielt und alle Pokémon auswendig lernen. Reicht doch. Ach ja, ist ja noch paralysiert. Paralyse! Ja, Paraheiler. Zack, zack und ready. Und nein, wir setzen Nessie nicht ein. Golbat ist schon tot. Wir haben nämlich immer noch keinen netten Partner für unseren Runechex-Fan. Ja.
Hallo, wer bist du? Wer bist du? Holy fucking shit, Mann, hier. So, Garados, du machst jetzt kurz mal eine Pause. Der Runejake Sun kommt dran. Rune. Atlas. Jake Atlas. Mal im Ernst, das sieht doch echt so aus, wenn er jetzt blonde Haare hat von Yu-Gi-Oh! Offensichtlich hast du ein Talent als Trainer, ja? Hallo, Jack Atlas. Ja, Giovanni wird natürlich wieder zu euch zurückkehren. Ja, ihr seid ja auch naiv, ey. Wer bist du, Junge? Du bist ein Niemand. Du hast gar nichts und kannst gar nichts. Hier, Nassschweif. Get finished. Lol. Fucking Finte. Oh, Kacke, Mann, ist das stark. Okay, wir sind wieder vom Level her angepasst. Ich würde sagen, dann erledige ich das jetzt doch mega. Aber warum waren die Rocket Rüpel alle so schwach, wenn die hier auf einmal so in Klammern stark sind? Egal, Drachentanz müssen wir einfach. Oh, das sieht hier sogar noch besser aus als in den anderen, ey. So in Rubin und Saphir immer nur so ein Kreis, der sich so gedreht hat. Und dann so. Ehrlich. Was hast du für eine Kackgenauigkeit gerade? Danke. Setz wenigstens irgendwas. Ja, das damit. Was? Wie bitte? Hattest du es geschafft, sofort wieder aufzutauen? Du bist unfähig. Mega, sorry. Du hast deine Initiative ist durch Rauchball so gesungen. Deine Genauigkeit. Och Mann, komm! Vergifte doch gleich alle meine Pokémon. Stirb einfach. Danke. Ja, Hundemon. Super. Leonard Core haben wir auch noch. Und dadurch, dass wir so ein großes Wa Wasserarsenal haben, ja, Arsenal an Wasser-Pokémon, ja, ich habe auch ein Glas Wasser vor mir hier. Also wir haben doch schon von allem etwas. Wow. Wow. Das Ding ist aber auch Level 38. Gut, dass ich das jetzt erst bemerke. Nessie, du musst als Tank mal kurz rein, bitte. Danke. Ja, genau. Ich wollte eigentlich erstmal Statusheilmittel, um Gift wegzumachen. Gegen Gift für Pika Prinz bringt gerade am meisten, hat nämlich noch AP. Jetzt brennt es hier auch noch. Meine Fresse hier. Da kotzt mich ja schon wieder an. So, hier, ich vertraue auf dich und du setzt bitte den Donnerschock rein, ohne zu sterben. Ah! Hilfe! Es wird ja hier knapp gerade. Ich denke ich. Oh, kannst du mal locker eine neue Folge Pokémon aufnehmen? Wird ja sicher nichts geschehen. Nein, natürlich. Schreckt man durch Feuerzahn zurück. Fick dich einfach. Ladungsstoß. Hätte ich gleich einsetzen sollen. Ich dachte, der hält jetzt auf. Aber anscheinend hat er keine Lust. Wow. Das war's. Ja. Mal im Ernst, er ist der größte Lappen. Team Rocket hat in der Johto-Region eigentlich gar nichts gemacht. Nichts. Echt. Überhaupt nichts. Er war noch nicht mal irgendwie so ein Boss, wo man sagt, oh, ich hab Angst. Es war einfach mal langweilig. Oh, ein Silberflügel. Danke. Jetzt kann ich Lugia töten. Danke. Ich darf es nämlich nicht fangen. Ja. Ist leider ein bisschen blöd. Und ja, weil es halt eine Wedlock ist. Wäre Lugia männlich oder weiblich, wäre es überhaupt kein Problem, aber Lugia muss ja leider geschlechtslos sein. Beinahe hätte er es vergessen. Eine Bekannte aus Anemone City sagte, wenn man zum Inneren der Studie. Ja. Ich weiß, egal. Ja, hör auf, weiter Sachen anzutäuschen. Ich dachte jetzt schon. Ah, er ist fertig. Oh nein, ich hab noch was für dich. Ah, er ist fertig. Oh nein, Moment, oh. Huhuhu. Huhu. Nicht vergessen. Das, aufheilen. Hyperheiler. Wir haben keinen Feuerheiler. Falls zufällig nochmal ein Trainer kommen sollte, heile ich jetzt einfach nur aus dem Grund. Jetzt nochmal Runic auf. Aber ich denke mal nicht. Das wäre jetzt sowas wie Surprise, Motherfucker. Und dann alle tot.
Das wäre jetzt das Beste. Der Rivale kommt. Oh, ich habe einen Tornopto. Und du bist tot. Und ich denke mir so, shit. Okay, Tornopto wäre jetzt hier nicht das Schlimmste. So ein Meganium. Ja, das wäre schon unangenehmer. Vierter Stock, dankeschön. Kannst du mich nicht auch gleich bis ins Erdgeschoss fahren? Fahrstuhl, danke. Fahrstuhl? Ja, ich rede mit dir. Fahrstuhl. Und habe ich hier immer noch keinen Meisterball bekommen? Oder wie? Wer, wie, was? Ach, egal. Ich hau jetzt ab und ist mir auch egal. Ich brauch den nicht. Ist unnötig. Unwichtig. So ein Meisterball. Ich meine, wofür soll ich den denn hier verwenden? Gibt doch keine Legendären. Die irgendein Geschlecht haben. Leider. Um Gottes Willen. Naja. Dann halt nicht und deswegen so heilen. Und ja. Ja, ich danke auch, dass meine Pokémon wieder topfit sind. Und ich hoffe eigentlich nicht, dass wir uns bald wiedersehen, denn ich will hier eigentlich so schnell wie möglich abhauen. Es fragt sich nur, wohin? Wo ist der Weg frei? Ich glaube, jetzt müsste uns der nette Vollspan in Mahagonia City endlich durchlassen. Das wäre sehr praktisch. Weil dann würde ich auch ganz nett Danke sagen und eigentlich eher fick dich, weil er hat uns schon vorher nicht durchgelassen. Wer? Hey, er lässt uns durch! Aber warum vorher nicht? So, ich meine, in der vierten Gen, willst du mich eigentlich verarschen? Ja, okay, er ist ein Psychotrainer, er hat unsere Gedanken gelesen. Ja. Ich meine, in Sinnoh war das immerhin noch so. Da meinte er, oh, nein, es gab einen Stromausfall. Oh, ist das schlimm. Und hier jetzt einfach nur so, nein, du darfst hier nicht durch. Warum nicht? Du darfst hier nicht durch. Ja, ich will den Grund wissen. Nein, willst du einen Wutkeks kaufen? Ach nee, einer hast schon genug. Sonst bist du zu wütend. Ja, genau. Echt jetzt? Drachenstoß? Warum blockierst du Drachenstoß? Friss den Nassschweif. Runic? Was ist mit dir los? Du enttäuschst mich gerade zutiefst. Du machst gar nichts gerade. Ehrlich. Und ich will dich noch trainieren, weil so kommen wir in der Liga auch nicht weiter mit Level 37. Ja, dann mag Guggen, was da unten im Pokémon drin. Fuck, jetzt verspreche ich mich schon beim Rumösteln irgendwie. Im Pokémon drin ist, ne? Und ja, ich glaube, die Aprikokos können wir jetzt auch mal wieder schnappen. Aprikokorot. Wunderbar. Ich verstaue es in der Aprikokobox. Ja, ich frage mich, ob ich mir überhaupt über irgendwann nochmal Bälle mache. Von dem netten Kurt. Aber ich glaube, ich kann ja einfach mal hinfahren. Dachte ich mir, wollte Fliegen einsetzen und dann kam ein Typ, der sich dachte, oh, ich habe ein Rihorn, gucke mal. Es ist noch nicht mal voll entwickelt, aber es ist schon fett. Danke, dass du mir den Rihorn zeigst, mein lieber Freund. Oh, er hat ja mal sehr gewonnen. Ihm ist ein Quapsel durch die Lappen gegangen. Junge, ja, es ist besser als der Carbador, aber nein. Nein, einfach nö. Aus welchem Grund nö? Ach, Runic. Anstrengen ist hier gesagt. Danke. Wenn jeder zweite Angriff von dir trifft, kannst du auch gleich 5 AP beim Drachenstoß haben. So, Slam. Zu Tode geslammt hier und irgendwie dauert das ganz viel zu lange. Das ist Gordini Level 26. Das ist 11 Level unter dir. Runic, wir müssen ins Fitnessstudio. Und zum anderen Mackes. Also McFit und Mackes. Und ich glaube, das sollte sogar klappen. Dann wirst du nämlich auch noch gelb und dann bist du ein Dragoran. Und fett. Und hast Muskeln. Ja, so wird aus einer dünnen Schlange ein fettes Dragoran. Das nächste tretet er mir ab. Er fängt Eisens aus dem Wasser. Wird es ein vergammelter Schuh sein? Das seht ihr in der nächsten Folge von Der Angler, der ein Quapsel gefangen hat. Nein, das ist die schlechteste Serie, die ich je gesehen habe. Mitten im Leben ist spannender und lustiger. So, hier ist doch bestimmt auch was. Ja, Elixier. Irgendwann etwas, das hätten wir eigentlich theoretisch unten bei Team Rocket benutzen können. Eigentlich ja eher oben. Auf den Trainer habe ich gerade keinen Bock. Und wir sagen, Moment. Gehen hier doch mal zurück.
aber nur aus dem einfachen Grund, um mal kurz zu gucken. Mahagonia City? Route 44? Ah, ja, genau. Also, es ist eine neue Route. Wir könnten uns theoretisch ein neues Pokémon fangen, wenn wir Lust darauf hätten. Aber ich warte einfach mal, bis so ein Grasfleck kommt, weil wir haben ge genug Wasser-Pokémon. Ist doch jetzt bestimmt irgendwas. Okay, hier ist nochmal. Ehrlich? Okay, auf geht's, ein Wasser-Pokémon fangen. Yay! Darauf habe ich so viel Lust gerade. Gar nicht. Und wollen wir angeln? Wir haben doch eine gute Angel, oder? Wir haben doch eine gute. Das Gras! Nein! Nein! Ach, Quapsel, du wirst jetzt der neue Partner von Runic. Ja, leider. Außer du stirbst jetzt durch die Windhose, was ziemlich erbärmlich wäre. Glück gehabt. Du kleines, gewieftes Quapsel. Glück gehabt. Ah, Premierball, gerade Anzeige. Willkommen im Team, mein Freund. Jo, das, meine lieben Freunde, ist ein Quapsel. Ich dachte früher mal, das ist die Quirlige hier wäre der Mund, aber das ist der Mund. Ich dachte, das ist so eine Nase, wo so ein Punkt drauf ist. Sieht doch lustig aus, oder? Wenn man sich's andersrum vorstellt. Ich finde es so eigentlich besser, weil wenn das der Mund ist, sieht das irgendwie kacke aus. Wie beim Relaxo, aber ihr wollt gar nicht wissen, wie ich dachte, was früher Mund und Nase ist und warum, weswegen und guck mal, so sieht es aus wie so ein Schnauzbart, so. Ta-ta-ta. Ja, wonach benennen wir es denn? Jemand, der leider schon wieder weggestorben ist. Vor mehreren Folgen, es wird einfach der Soul Knight sein. Du wirst dann zu einem Ritter, Quappo, werden, wenn wir einen Wasserstein haben. Wir sollten sogar schon einen haben. Nein, nicht Soul Knights. Nicht Soul Knights. Soul Knight. Genau. Und warum in die Rest in Peace Box? Er lebt noch. Na gut. Auf jeden Fall, ja, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Und wir gehen in der nächsten Folge in diese wunderbare Höhle rein, können uns sogar noch ein neues Pokémon fangen und kämpfen wahrscheinlich nochmal gegen diesen blonden Trainer da, weil ich mir so denke, scheiß drauf. Also, tschüss, ciao Leute und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Hinterlasst einen Kommentar und nicht vergessen, abonnieren.